Frank, ganz kurz. Eine Zeit, mit der wohl so keiner gerechnet hat. 8:17 tief. Das hat die Zeit pulverisiert von Uwe Alzen aus dem letzten Jahr. War damit zu rechnen, dass euer Wagen so schnell ist? Ich glaube, dass unabhängig, welcher Hersteller die Zeit jetzt gefahren wäre, dass das im Rahmen des Möglichen lag, eine ähnliche Zeit wie der Uwe letztes Jahr zu fahren. Ich hatte heute das Glück, dass ich eine komplett verkehrsfreie Runde hatte. Das Quäntchen Glück brauchst du. Letztes Jahr hatte ich das Glück nicht. Da bin ich auf die Leute, die mit einem 10-Sekunden-Abstand vor mir gefahren sind, aufgelaufen. Und ich glaube, das hat heute andere getroffen, die dadurch nicht den absoluten Top-Qualifier fahren konnten. Und das Glück hatte ich heute in meiner zweiten Runde. Erste Runde bin ich wieder aufgelaufen. Zweite Runde war komplett verkehrsfrei und nach 38 Jahren auf dieser Welt. Und ich bin hier in der Nähe groß geworden, war das, glaube ich, die allererste Runde, wo ich kein einziges Auto mit einem schnellen Auto fahrend überholen musste. Und war eigentlich unabhängig von der Rundenzeit eine ganz tolle und besondere Erfahrung bei dem schönen Wetter. Ich glaube, war für die Fans der Qualifying-Modus auch wieder eine tolle Sache und hat einfach Spaß gemacht. Glaubst du, gerade mit Blick auf Mantai und auch auf die BMW, dass jeder jetzt schon die Katze aus dem Sack gelassen hat? Kann ich nicht abschätzen. Ich meine, das ist müßig, das zu diskutieren. Wir sind so schnell gefahren, wie wir konnten. Ich glaube, dass unter den Fahrern das Qualifying hier eine prestigeträchtige Sache ist. Deshalb bin ich auch stolz, dass wir auf 1 stehen. Letzten Endes, glaube ich, wird das nicht über den Speed im trockenen Morgen entschieden. Wir sind alle eng beieinander. Ich sehe alle auf Augenhöhe, sowohl Aston Martin als auch Porsche, Mercedes, Audi. BMW nicht zu vergessen, für mich der Favorit für morgen bei den Mischbedingungen. Sie haben ein ganz starkes Auto, wenn es halb nass, halb trocken sein wird. Deshalb müssen wir mal abwarten. Also es ist eine tolle Erfahrung, jetzt auf P1 zu stehen und ist vielleicht für die erste Runde fürs Fernsehen auch eine schöne Sache. Aber letzten Endes für den Rennverlauf morgen ist das komplett bedeutungslos. Du hast schon angesprochen, Mischbedingungen. Da sah der Audi, sagen wir mal, in den letzten VLN-Rennen oder beziehungsweise in der letzten Saison nicht ganz so gut aus. Hat sich das verändert? Du hast selber wahrscheinlich gestern schon bei Runden im Audi gedreht. Ich glaube, dass es bei Mischbedingungen Autos gibt, die stärker einzuschätzen sind. Wir haben uns da verbessert, denke ich, und das haben auch die Schritte in die richtige Richtung gemacht. Aber gerade auf der Nordschleife hat jedes Auto seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, ich weiß, wo unsere Stärken sind und ich weiß auch, wo wir Nachholbedarf haben. Und bei diesen Mischbedingungen, da haben wir vielleicht ein Quäntchen mehr zu kämpfen, als wenn es ganz trocken bleibt. Ja, du hast das Rennen im letzten Jahr gewonnen. An sich kannst du nur ein Ziel geben, das zu wiederholen, oder? Ja gut, ich meine, der ganz große Druck war letztes Jahr da. Wir haben im Vorfeld des letztjährigen Rennens einige GT3-Klassen gewonnen hier auf der Nordschleife und das hat uns immer positiv gestimmt. Aber letzten Endes sind auch GT2-Autos mitgefahren, die in irgendeiner Weise herabgestuft worden sind bis zum Jahr 2011. Und so haben wir immer unsere GT3-Klasse mit dem Audi gewonnen, aber niemals den Gesamtsieg erringen können. Letztes Jahr war die Situation so, dass alle Top-Autos nach GT3-Kategorie gefahren sind. Und auch da haben wir dann wieder GT3-Klasse gewonnen und damit dann auch diesmal den Gesamtsieg geholt. Und das war auch an der Zeit, weil du mit Audi natürlich nicht nur um den Klassensieg oder Gruppensieg fahren möchtest, selbst wenn die GT3-Klasse eine Top-Klasse ist. Du willst den Gesamtsieg und der war letztes Jahr überfällig, würde ich mal sagen. Und wir versuchen jetzt dieses Jahr so gut wie möglich daran anzuknüpfen. Und jetzt schauen wir mal, was uns erwartet. Ich glaube, 20 andere Teilnehmer haben einen ähnlichen Plan. Von daher wird es nur einen geben, der das dann am Ende umsetzen kann. Okay, viel Glück dabei. Danke.